Real Madrid gab sich zu Hause keine Blöße zum Champions-League-Auftakt gegen den AS Rom und siegte mit 3:0. Spox zeigt euch die wichtigsten Daten und Fakten zum Spiel. Real Madrid gab sich zu Hause keine Blöße zum Champions-League-Auftakt gegen den AS Rom und siegte mit 3:0. Spox zeigt euch die wichtigsten Daten und Fakten zum Spiel. Im ersten Champions-League-Spiel seit dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin brachte Isco die Königlichen kurz vor der Pause per direktem Freistoß in Führung. Real Madrid, AS Rom 3:0, 1:0, Tore, 1:0, Isco, 45. 2:0, Bale, 58. 3:0, Mariano, 90. 2. Real Madrid gegen Rom, Daten und Fakten zum Champions League Auftakt. Statistik: Real Madrid, AS Rom, Torschüsse 30, 13 Torschüsse aufs Tor, 11, 4 Torschüsse innerhalb des Strafraums. 15, 5 Torschüsse außerhalb des Strafraums, 15, 8 Ecken, 16, 11 Fouls, 7, 4 Abseits, 2, 3, 2 Kampfquote, 45%, 66% Pässe, 618.379 Passgenauigkeit, 90%, 77% Sternchen. Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta. Real gegen Rom, Fakten zur Einordnung: Seit detaillierter Datenerfassung 2003-04 erzielte kein Team so viele direkte Freistoßtore in der CL wie Real Madrid, 16. Auf Platz 2 folgt Bayern München, 12. Erstmals seit fast 5 Jahren verwandelt wieder ein anderer Spieler als Cristiano Ronaldo einen direkten Freistoß für Real Madrid in der CL. Damals war es Bale gegen Galatasaray im November 2013. Die Königlichen trafen in jedem der letzten 29 CL-Spiele. Eine längere Torserie in der Königsklasse hatte Real zuletzt zwischen Mai 2011 und April 2014, 34 Spiele, zugleich CL-Rekord. Für Bale war es der 4. Pflichtspieltreffer in dieser Saison, nur Benzema hat mehr, 5. Mit 7 Torbeteiligungen, 4 Tore, 3 Assists ist der Waliser der Topscorer der Madrilen 2018-19. Wo kann ich die Champions League 2018-19 live sehen? Ab der Saison 2018-19 wird die UEFA Champions League nicht mehr im Free TV, sondern auf und Sky übertragen. Punkt. Hier gibt es die genaue Übersicht darüber, welche Spiele auf Sky und welche Partien auf der ZN übertragen werden.